Langsam erliegt Ray der Dunkelheit und auch Thomas wird vom Succubus angezogen. Warum nur sind wir an diesem verfluchten Ort gekommen? Ich habe sie gedrängt zu gehen, aber meine Brüder stehen im Bann des Call of Juarez. Es geht nicht nur um das Gold, es geht um das Mädchen. Es macht mir Angst, wie Ray sie ansieht. Und auch wenn Thomas seine Gefühle noch nicht gezeigt hat, kann ich sehen, wie sie ihn ansieht. Ich fürchte, was in Arkansas geschah, wird auch hier geschehen. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Mendoza wartet auf uns. Wir haben Zeit. Thank you.
Macht sie fertig! Kriegen nie genug. Glaubt ihr, ihr könnt ungestraft stehlen und morden? Wegen Männern wie euch und Pereiro leben die Leute in diesem Land in Armut. Eure Zeit ist vorbei. Jetzt werdet ihr bezahlen. Pistolen und Gewehre in diesem Teil Mexikos.
später sollt ihr in der Stadt sein. Bedeutet dir das Vieh der Regierung so viel, dass du dafür sterben willst, Gringo? Zieh deine Waffe! Okay.
Tasche wie meine Westentasche. Du wirst mich nie kriegen. Du bist so gut wie tot. Sein Gringo. So nah ist dir noch keiner gekommen. Aber das erfährt ja auch niemand. Du hast mich zwar reingeholt, aber schnell genug, mich zu töten. Alles dabei? Wir sind Partner, Juan. Also los.
Amigos, gut euch wiederzusehen. Danke, dass ihr euch um Devlin gekümmert habt. Gute Arbeit. Wolltest du uns deshalb sehen? Um Danke zu sagen? Und um zu zeigen, dass ich keine leeren Versprechen mache. Ihr werdet bald belohnt werden. Dann denkst du, der Schatz ist in Devlins Mine? Nein, wenn wir es so wie Devlin machen, suchen wir in 300 Jahren noch. Ich habe einen viel besseren Plan. Amigos, ich möchte euch jemanden vorstellen. Sein Name ist Seeing Father. Er will Gewehre und wir werden ihm dabei helfen. Was hat das alles mit Aztekenschätzen zu tun? Die Apachen haben das Medaillon. Medaillon? Sí, el Medaillon. Der Conquistador, der den Schatz vergraben hat, hat einen Schlüssel gemacht. Ein Medaillon aus Messing. Er hat es im Norden in Sicherheit gebracht. Und niemand hat mehr davon gehört. Bis jetzt. Ein mexikanischer Priester hat vor vielen Jahren mit seinem Leben für das Medaillon bezahlt. Es ist sehr mächtig und kann euch zum Schatz führen. Warum holst du es dir nicht selbst? Könntest dir ein verdammtes Arsenal damit kaufen. Weil es verflucht ist. Es hat den Apachen, meinem Volk, bereits endloses Leid gebracht. Seit wann haben Apachen blaue Augen? Meine Mutter war weiß. Aber mein Vater ist der große Häuptling Running River. Ich bin kein weißer Hund. Ruhig, Amigo. Das sind unsere Freunde. Ihr habt 3 Tage, um es euch zu überlegen. Woher nimmst du die Gewehre? Sie werden Hunderte brauchen. Für diese Wilden? Thank you.